Und ich werde mich heute hier aufs Moderieren beschränken, aber wie es immer so ist, natürlich in einem Rechtsstaat müssen zuerst die Auflagen verlesen werden. Und da haben wir das Übliche, natürlich kein Alkohol bei Hunden. Die da drüben sind einfach nur dagegen. Also wir könnten hier eine Demonstration für den Schutz des Koalabären oder des Panda-Bärens anmelden. Da würden sie trotzdem drüben stehen und krakeln. Wer kann das weg? Wer kann das weg? Und die Antifa auch. Wir leben heute zum Glück dann voll vor der Geschichte und unserer Verantwortung vor der Geschichte. Halt die Fresse! 7000 Christen nach Atomwaffen hat und wie schon im Kalten Krieg schon das Thema war. Wenn es ein Krieg in Europa zwischen der expandierten NATO, die letztendlich einen neuen Sinn wieder gekriegt hat nach der Ostexpansion, das bedeutet, Russland einzugleisen, die Russen letztendlich zu schwächen, Putin zu stürzen, um letztendlich die russische Föderation in kleine Einzelteile zu zerstückeln, denn so kommt man letztendlich durch diese Geopolitik an die russischen Ressourcen. Und ich denke, wir als Deutsche müssen uns auch immer mehr jetzt gerade positionieren in einem Zeitgeist, wo man die Völkergegner da aufeinander hält, dass wir sagen, wir stehen den Russen insbesondere nah und wir möchten letztendlich nicht versagt in Form und von der Frage der Euro-Rettung, versagt in der Form der Frage der Expansion des Superstaates EU, der nicht mit diesen vielerlei Krisen weiterhin so machen kann, wie er gerade derzeitig ist, sondern wir müssen letztendlich Alternativen gemeinsam benennen und Lösungen für die Liegenheit zu Menschen wie uns, die letztendlich eine kritische Stimme für diesen gesamten europäischen Prozess besitzen, dass man uns letztendlich bevormundet und uns letztendlich versucht zu diskreditieren. Wir leben in einem linken totalitären Staat, doch ich denke, wo letztendlich die Bevölkerung, die CDU damals gewählt hatte, vor 10 Jahren war das noch eine patriotische Partei, eine Partei, die letztendlich mehr in diesem Mitte-Rechts-Spektrum formuliert worden ist. Aber wenn alle Parteien nach links gerutscht sind, dann ist das doch wichtig für eine Demokratie, dass es letztendlich sogenannte rechte Stimme geben muss. Dabei dürfen wir uns aber letztendlich selbst nicht denunzieren mit diesen rechts oder links. Wir sind konservativ denkende Menschen und konservativ heißt in dem Sinne, dass Menschen letztendlich, ja, wie wir etwas konzipieren wollen. Daher kommt ja der Name. Das bedeutet unsere Sprache. Die deutsche Sprache müssen wir wertschätzen, nicht gegen die sogenannten Neudeutsch austauschen lassen. Das bedeutet durch die Überfremdung, durch die Anglizismen. Denn die deutsche Sprache ist in dem Sinne so weit wertvoll. Jedes Wort hat seine einzelne Bedeutung und diese schöne Vielfalt müssen wir erhalten. Danach setzen wir uns als Konservative ein zu einer gesamten der türkischen Geschichte, könnte man sagen, die uns zusammen ein. Wie die Russlanddeutschen, so gesehen die Rückkehrer. Und wir positionieren uns nach wie vor für hier. Wir brauchen letztendlich eine Stärkung der kulturellen Ebene und das bedeutet letztendlich auch die Stärkung der religiösen Identität, um eben diesen neoglobalistischen Schwachsinn, der derzeitig von einer linksliberalen Weltelite gesteuert wird, ein Zeichen dagegen zu setzen. Und die Antwort auf den Linksliberalismus bzw. einer kosmopolitischen, multikulturellen Ideologie, die man uns anziehen will, ist, dass wir unsere Flaggen in die Höhe halten und sagen, wir haben eine Heimatliebe, wir haben eine Heimatverbindung und daran ist es nicht verwerflich. Wir stehen dazu und wir sind zufrieden mit Deutschland. Ja, dann wollen wir natürlich heute auch ein lautstarkes Zeichen. Applaus um unsere Freunde aus Tschechien. Herzlich willkommen in Dresden. Ein Patriot ist heute leider nicht hier, Milan Rohak.
Verhütung ist alles. So, mein Kondom steht. Also, Milan Roach ist heute leider erkrankt, kann heute leider nicht hier sein, ist aber natürlich per Livestream mit bei. Er hat mir seine Rede gegeben, ich werde seine Rede in Stellvertretung hier präsentieren. Guten Tag, liebe Freunde. Guten Tag, Patrioten. Wir sind gekommen aus der Tschechischen Republik. Ich heiße Milan und das ist Michaela. Wir sind Mitglieder einer Bürgerschaft, junge Patrioten. Unser Ziel ist ein Wiederkehr patriotischen Denkens unter jungen Menschen. Viele Jugendliche denken patriotisch, ist etwas Extremistisches und Schlechtes und sogar gesetzeswidrig. Ich frage euch, haben die recht? Ist das so? Selbstverständlich ist das nicht wahr, aber das ist nicht ein Fehler der jungen Menschen. Die Schuld ist eine Gehirnwäsche in der Schule und die Erdrückung unserer Identitäten, der deutschen sowie der tschechischen. Der Grund ist ein Multikulturalismus und das wollen wir verhindern. Wir wollen zeigen, wie schön das unser Land und unsere Heimat ist. Wir wollen mit euch besuchen die zahlreichen Burgen sowie Schlosse, sodass alle wissen, dass wir unsere Heimat lieben und ehren. Wir wollen den jungen Leuten einbringen, zeigen, die eigene Art, Kultur, Natur und Historie zu achten und zu wehren. Nur so verstehen die jungen Menschen auch, warum es wichtig ist, Patriot zu sein. Wieso es wichtig ist, die eigene Identität zu wahren. Wir lernen sie, dass die Informationen mehrere Quellen hat. Die Propaganda dieser privaten Subjekten und Hilfsorganisationen darf man nicht glauben. Und hier namentlich die Lügenpresse, liebe Freunde. Sie fragen sich bestimmt, was machen diese jungen Tschechen hier im wunderschönen Dresden? Und warum sie die Maria Leppen unterstützen? Die Antwort ist klar. Sie ist ein Symbol des Widerstandes gegen Multikulti, ein Symbol gegen die Islamisierung unseres ganzen Kontinents, ganz Europas, gegen die massive Migration aus der dritten Welt. Darum sind wir hier. Wenn Maria Leppen gewinnt, kann sie eine Inspiration für alle Patrioten, Parteien und politischen Bewegungen sein. Deshalb sagen wir, junge Patrioten, unterstützt Maria Leppen und zeigt Widerstand. Manche können sagen, dass die jungen Menschen über Frankreich und über die dortige Politik wissen, was da los ist. Wir haben die Antwort. Aber meine Kollegin, meine Zeit habe ich sie besucht in Calais, die sogenannten Dschungel von Calais. Und hier wird Michaela über diesen Dschungel referieren. Sie war dort und sie wird die persönlichen Impressionen hier vor euch preistun. Also ich bitte um einen großen Applaus. Diese junge Patriotin, die mit euch Seite an Seite steht. Bitte schön. Guten Tag. Kollege hat schon gesagt, warum sind wir hier. Ich will euch sagen, warum stehe ich hier. Nicht aus Vorgesetzten eines Vereins, aber aus Mensch. Frankreich befindet sich am Rande kulturelles Konzept. Und am Abgrund der für sie zu verbände Freiheit, Gleichgerechtigkeit und Demokratie.
Das alles ist nur wegen der Migrationskrise, was uns allen bekannt ist. Der einzige Mensch, der Frankreich retten kann, ist Maria Le Pen und deshalb stehe ich hier. Ich will diese Dame in ihrem tapferen Kampf unterstützen, obwohl ist das Kampf mit Windmühlen. Diese Dame hat die Mut, die Sachen so sagen, wie sie sind und das laut. Für diejenigen, die gegen uns stehen, kann ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Die Situation in Europa kenne ich sehr gut. Außer Berlin habe ich besucht viele Länder und Staaten, also spreche ich aus meiner eigenen Erfahrung. Vor einem Jahr sind wir mit Freunden nach Manchester gefahren. Für eine tschechische junge Frau, die dort wohnte und wurde von Muslimen mehrmals überfallen. Unser Ziel war klar, diese Frau nach Hause zu bringen. Auf der Fahrt haben wir uns im Brüssel-Malbeck-Kurs aufgehalten. Es war eine Woche nach dem Terroranschlag. Wir haben die Trauer, Angst und Hilflosigkeit gespürt. Ein Teil dieser Geschichte war aber in Frankreich, konkret im sogenannten Dschungel. Hier sind wir hineingekommen ohne Polizei und ohne Waffen. Die Dschungel ist ein Platz, wo sind nur einfache Zelte und Holzhütten, überall Abfälle. Hier treffen sie eine einzige Frau am Tag. Die Männer sind ausgerüstet mit spitze Elektronik und schauen aus feindlich an, wenn sie Glück haben, sprechen sie mit euch. Und sie müssen feststellen, dass sie alle nach Deutschland und England wollen. Die Frauen haben sie in Afghanistan und Syrien gelassen. Menschen haben die Mut, euch zu bitten, sie zu mitnehmen nach Germany oder England. Ich war fast ein Überfallopfer direkt im Zentrum Dschungel. Deshalb verstehe ich die Angst und Hilflosigkeit der Menschen in Calais und im ganzen Frankreich. Das ist der Grund, warum ich hier stehe. Und ich weiß, es muss die Maria Le Pen gewinnen. Das ist die letzte Hoffnung für Frankreich. Guten Tag. Ich grüße euch deutsche Bürger, deutsche Patrioten, wie meine Freunde Milan und Michaela. Auch ich bin Jirka Černohorský. Willkommen. Die Maria Le Pen zu Autenstützen von dieser zwei Kandidaten haben die Hose Macron aber bestimmt nicht die Hose. Wann das die Franzosen nicht kapieren, wird das sehr stechen und wehse. Für Deutschland, für die Deutschen, Tschechen und Europa. Ich bin hier, Sie etwas zu fragen. Interessieren, wem gehört dieser Land? Gehört auf den Deutschen, gehört auf Ort Bem. Die Deutschen haben dieses Land aufgebaut
aus den Ruinen Zweiten Weltkrieg. Das ganze deutsche Land lag im Trümmern und sie, die Deutschen, haben es mit uns ungeheure Grab. Entschuldigung. Wieder zum Leben und Prosperität aufgebaut. Die ganze Osteuropa hat zu euch hochgeschaut. Sie waren ein Vorbild für die ganze Europa. Und heute schaut euch die Osteuropa wieder zu. Aber nicht mit Respekt, aber mit großer Sorge. Warum? Weil eure stupide Politiker mit der schrecklichen Frau Merkel und dem neuen Nazis Martin Schulz. Verkaufen Sie dem Islam und Muslimen. Ich kann das nicht begreifen. Warum haben Sie nach dem schrecklichen Terroranschlägen die politische Bastard aus dem Parlament nicht herausgeschmissen? Ich, Milan und Michaela, freuen Sie für die tschechische Patrioten, nehmen Sie endlich zu Kenntnis dieses Land. Gehört euch den Deutschen, die ganze Europa ist in Gefahr. Deutschland, Frankreich, England, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Holland, Italien, Griechenland, die ganze Europa und das nur wegen eurer Gleichgültigkeit. Stopp, genug! Wir müssen aufstehen wie ein Mann und diese politische Frieden. Widerstand leisten. Ohne diese Einigung existiert Europa nicht mehr. Ich glaube an uns alle Europa-Menschen. Ich glaube, dass wir diese Schlacht gewinnen, genau wie in der Historie. Alle für einen. Wir sind das Volk. Ja, von mir nochmal ein herzliches Dankeschön an unsere tschechischen Gäste. Und dann fragt man sich ja, auf welcher Seite hier die Rassisten stehen, hier oder da drüben. Man muss auch wieder feststellen, ich habe gerade mal bei Twitter geschaut, da drüben bei dem Gerümpel steht wieder Landtagsabgeordnete der Linkspartei, die zu illegalen Straßenplakaten aufrufen. Eine Frau oder ein Mann, wir wissen es nicht ganz genau, Juliane Nagel, ist ebenfalls da drüben wieder vertreten. Wir haben uns davon nicht beirren lassen. Wir sind friedlich durch Dresden gelaufen. Jetzt laufen wir noch zur Abschlusskundgebung. Dann haben wir nochmal unseren Viktor und unseren David. Und dann können wir die Veranstaltung mit Kai, mit unserem Glied der Deutschen, beenden. Jetzt nochmal Aufstellung nehmen. Am Fürstenzug in Dresden geht es vorbei hin zu unserer Abschlusskundgebung. Ich bin ein
Niederlassung, aber wir haben euch ja gewonnen. Wir haben euch schon seit Jahren gesagt, dass wir lebendig nicht so werden, aber im größten Moment. Jeden Wunder hier auf dem Fahrrad gehen. Und die Rechte, der Klingel, der Schiff, und das Feuer, der Stein, der Schiff, der Gehirn, die Rechte, der Gehirn, denn das Schiff, und der Gehirn, in dem sie sich verirrt.